Rotax Max Challenge, die Miniklasse, startet zum zweiten Wertungslauf dieses Wochenendes. Und das Ganze mit dem Tabellenführer, mit Maxim Becker, der mit von der Partie ist, der siebenfache Saisonsieger von den bisherigen 10 Läufen. Während wir in Kürze dann auch, denke ich, die richtige Startaufstellung eingeblendet bekommen. Das ist nämlich die Mikroklasse, die hier noch gerade in der Aufstellung eingeblendet wird. Wird sich aber gleich dann auch ändern. Auch hier also 9 Minuten Renndistanz plus eine Runde. Maxim Becker, Tabellenführer und Polesetter dieses Durchgangs. Niklas Casarino als Zweitplatzierter der Meisterschaft steht dann in der ersten Startreihe. Hier haben wir es jetzt eingeblendet. Becker und Casarino, um die geht es in der Meisterschaft. Auch Len Abbas ist dann noch mit bei, der Drittplatzierte. Auch der könnte noch eine Rolle rein rechnerischer Natur spielen. Daneben steht dann Tobias Eckenstaller in Startreihe Nummer 2. Dritte Reihe mit Pascal Knipp und Lina Greif, gefolgt von Joshua Röver und Marvin Zimmermann, Startreihe 4. Fünfte Reihe mit Sebastian Brandt und Mika Gentner. Tjaden Zirkenbach und Aspi Heise bilden die sechste Reihe in diesem Feld. Feld sortiert sich zu der Grid-Formation. Dann geht's langsam aber sicher in Richtung Start und Ziel. Becker, Casarino und Abbas, die ersten drei. Das sind diejenigen, auf die wir ein Augenmerk legen sollten, weil es hier um die Meisterschaft geht. Es geht jetzt auf die Start- und Zielgerade eingebogen. Ampel ist auf Rot geschaltet. Und der Rennleiter gibt jetzt das Rennen frei. Auf geht die Reise. Und tatsächlich ist es ähnlich wie im Rennen zuvor auch, was wir gesehen haben, dass der Drittplatzierte Len Abbas sich hier gleich mal mit durchzieht, hinter dem Polesetter Maxim Becker in die zweite Position vorfährt. Und Niklas Casarino damit erstmal das Nachsehen hat. Auch hier ist der Tabellenzweite und Zweitplatzierte der Startaufstellung zurückgefallen auf Platz Nummer 3. Damit also auch hier schon mal eine kleine Änderung in Sachen der Klassifizierungen. Und es gibt in diesem Moment sogar den Führungs- und Reführungswechsel, aber jetzt sind sie gleich mal zu dritt dort unten in der Spitzkehre drin, im zweiten Infield. Wer dividiert sich wie heraus? Es ist ein schweres Unterfangen für Maxim Becker. Der ist zurückgefallen bis auf Platz 3 durch dieses Tovabo im zweiten Infield, muss sich also hier erstmal mit Platz 3 begnügen, weil urplötzlich Len Abbas der Spitzenreiter, Niklas Casarino der Spitzenreiter ist. Da sind sie also munter im Bäumchenwechsel das Spiel gewesen. Und das Ganze geht in dieser Phase des Rennens weiter. Und für Becker war das jetzt mal alles andere als eine gute Ausgangsposition bzw. eine gute Option, in die er sich hinein manövrieren wollte. Das ist aber mal gründlich in die Hose gegangen. Casarino kommt als Spitzenreiter aus der zweiten Runde wieder zurück. Dann ist Eckenstaller plötzlich Zweiter, Knipp auf 3, Becker nur noch auf Rang 4. Und Abbas sogar nur 5 Platzierter. So hätten wir jetzt im Moment, oder haben wir im Moment erstmal den Stand der Dinge. Das würde die Entscheidung um die Meisterschaft aber noch deutlich ausweiten auf das Finalrennen. Die nächsten Tête-à-Têtes, die es da gab. Becker ist wieder zurück auf Rang 3. Eckenzahler bleibt Zweiter. Und dann hat sich Len Abbas an die vierte Position vorgefahren. Aber Abbas hat eine Menge noch aufzuholen. Denn mit diesem Ergebnis, mit Rang 4 für ihn, würde das bedeuten, dass er für das Finalrennen raus ist um den Kampf um die Meisterschaft. Da geht es dann, oder würde es dann nur noch zwischen Becker und Casarino gehen. Casarino kann jetzt eigentlich nur hoffen, dass Maxim Becker nicht auch noch an Eckenstaller vorbeikommt. Andererseits bleibt der Kampf dann trotzdem auf das Finalrennen vertagt. Aber Eckenstaller
weiß natürlich auch, was die Gunst der Stunde geschlagen hat. Möchte da natürlich auch ganz gerne ein klares Zeichen setzen. Wir haben ja gestern schon beim ersten Rennen gesagt, ob er vielleicht für die ein oder andere Überraschung gut ist, Tobias Eckenstaller. Mit der Startnummer 115. Der war ja in Kerpen gar nicht mit von der Partie. Hatte aber beim Auftakt in Wackersdorf mit 2 sechsten und einem vierten Platz durchaus schon mal aufhorchen lassen. Und auch der vierte Platz beim Abschlussrennen in Mülsen war ein klares Zeichen. Und genau das setzt er jetzt tatsächlich auch um. Gestern Rang 4, heute im Moment auf Rang 2 und es gibt einen Ausfall im zweiten Infield. Da hat es Joshua Röver ins Ausgekegelt. Becker seinerseits ist übrigens jetzt dran, während es für die Startnummer 116, und das ist ganz bitter, Len Abbas eine 5-Sekunden-Zeitstrafe gibt. Das wiederum bedeutet, von Abbas müssen wir uns aus der Meisterschaft, aus dem Meisterschaftskampf verabschieden. Der wird da keine Chance mehr haben. Mit dieser 5-Sekunden-Strafe ist nicht nur sein Traum auf weitere Plätze davor ad acta zu legen oder dieser vierte Rang, den er jetzt im Moment hat, das geht noch deutlich weiter nach hinten. Aber was machen die drei an der Spitze? 4 Minuten plus eine Runde. Becker kommt wieder stärker ins Rennen zurück. Eckenstaller ist da jetzt im Moment unter Druck des Drittplatzierten und muss Casarino an der Spitze vorne ziehen lassen, weil er mehr in den Verteidigungsmodus übergeht. Das kommt Casarino sehr entgegen und Becker hat da mal kurz einen Prozess gemacht mit Eckenstaller. Da war aber ein ganz schneller Platzwechsel angesagt. Es würde allerdings trotzdem noch für das Finalrennen offen bleiben. Die Entscheidung um die Meisterschaft. 10 Punkte Differenz wären es zum jetzigen Zeitpunkt in der Meisterschaft. 582 für Becker, 572 für Casarino. Und dann müssen wir noch den Streicher berücksichtigen. 41 Punkte bei Becker, die zu streichen wären. Und 43 bei Casarino. Es ist also noch optional möglich, rein rechnerisch. Dazu ist dieser mögliche Sieg hier allerdings für Casarino meisterschaftstechnisch geradezu überlebenswichtig. Und natürlich wird er hoffen, dass hinter ihm doch nochmal irgendwie ein Platztausch stattfindet. Dass sich Becker da vielleicht doch nochmal breitschlagen lassen muss. Aber danach sieht es im Moment auch nicht wirklich aus. Becker festigt seinen zweiten Rang. Und nimmt jetzt tendenziell sogar eher den Spitzenreiter in Augenschein. Casarino hat 2 Kartlängen Vorsprung. Das ist aber noch nicht das Ende der Fahnenstange. Für Becker kein hoffnungsloses Unterfangen. Sollten die beiden an der Spitze in umgekehrter Konstellation ins Ziel kommen, das heißt Becker Sieger und Casarino auf 2, dann wäre die Messe der Meisterschaft tatsächlich gelesen. Also hier geht es mehr oder weniger schon um die finale Entscheidung. Wenn es also zu einem möglichen Platzwechsel kommen sollte an der Spitze, dann ändert sich auch das Bild der Meisterschaft dramatisch, denn dann wäre eine Entscheidung gefallen. Ähnlich wie in der zuvor gesehenen Mikroklasse, wo wir unter Berücksichtigung der Streicher ja am Ende den Meister jetzt schon feststehen haben. Das ist also optional auch hier in der Miniklasse möglich. Dazu braucht es nur einen einzigen Platzwechsel und das ist der an der Spitze. Casarino gegen Becker. Eckenstaller bleibt dahinter auf Rang 3, zwar in Schlagdistanz, sieht aber im Moment gar keine Möglichkeit, näher heranzukommen, geschweige denn einen Angriff zu platzieren.
Es sind noch diese anderthalb respektive zwei Runden, die zu fahren sind. 27 Sekunden Restdauer plus die eine letzte Runde, die wir zu erfahren haben. Und so gehen sie jetzt nochmal ins zweite, Richtung zweites Infield, nämlich in die Außen, in den Außenbahnbereich hinein. Anfahrt Richtung Spitzkehre runter. Casarino ist relativ gesichert. Becker hat nicht die allergrößte Notwendigkeit. Er weiß natürlich auch, dass dieses letzte Rennen, Rennen Nummer 3 des Wochenendes, ihm dann alle Trümpfe zuspielen wird. Erste Startreihe mit Rang 2 wäre zumindest mal gesichert und damit könnte es dann ein relatives Easygoing geben. Die letzte Runde ist angesagt für die Spitze. Die ersten drei sind momentan gesichert mit Casarino, Becker und Eckenstahler. Abbas müssen wir als Viertplatzierten auf der Strecke ein bisschen rausnehmen. Der hat die 5 Sekunden Zeitstrafe bekommen, sodass Lina Greif aufrücken wird und aller Voraussicht nach auch Asmi Heise von der derzeitigen 5. und 6. Position einen Platz hoch. Knipp, Zimmermann, Brandt, Gentner, Zirkenbach und der ausgeschiedene Joshua Röver. Das ist unser Feld auf diesen ersten zwei Positionen. Wir schauen aber ins zweite Infield hinein, denn wir sind in der finalen Runde und wir sind dabei, den insgesamt dann 4. Saisonsieg von Niklas Casarino entgegenzublicken. Nein, der 3. Entschuldigung. 3. Saisonsieg natürlich. Der jetzt auf die Start- und Zielgerade einbiegt und mit Schwarz-Weiß kariert. Nun also sich die Option zumindest noch offen hält für das Finalrennen. Eventuell noch ein Wörtchen, um die Meisterschaft mitreden zu können. Das sind die einzigen beiden. Maxim Becker jetzt mit 582 Punkten am Ende als Zweitplatzierter gesichtet. Und Niklas Casarino 572 Punkte, die also heute Mittag dann beim letzten Lauf dieses Wochenendes und beim letzten Lauf der Saison 2023 um 12.51 Uhr um die Entscheidung der Meisterschaft fahren werden. Casarino, Becker und Eckenstahler komplettiert das Podium auf Rang Nummer 3. Dahinter, wir sehen es jetzt eingeblendet grafisch, Lina Greif, Rang Nummer 4 vor Asmi Heise. Len Abbas mit der Zeitstrafe ist dort zurückgestuft worden um diese 5 Sekunden. Das ist da bereits schon berücksichtigt. Pascal Knipp am Ende 7. vor Marvin Zimmermann, Sebastian Brandt, Mika Gentner, Tjaden Zirkenbach und Joshua Röver. Das also das Ergebnis der RMC Mini. Ein bisschen durchatmen, einmal frische Luft holen und dann geht's in die Junior National in Kürze hinein. Bis gleich.